Hallo und ganz herzlich willkommen zum diesjährigen DLM-Symposium 2021. Die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten hat eingeladen zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, wie ich auch als Journalist in diesem Jahr tatsächlich persönlich finde. Das heißt Desinformation, Medien und soziale Netzwerke im Superwahljahr. Jetzt haben ja auch inzwischen die Grünen ihre Kanzlerkandidatin offiziell gekürt. Das heißt, die heiße Phase des Wahlkampfs hat begonnen für die Politikerinnen und Politiker, aber natürlich auch für uns Journalistinnen und Journalisten. Und auch unter Kollegen, wenn ich mich umhöre, wird die Befürchtung lauter, dass wir hier in Deutschland etwas erleben könnten, was auch international bei vergangenen Wahlen in den letzten Jahren ein großes Thema war, nämlich gezielte Desinformation, insbesondere im digitalen Bereich, insbesondere in den sozialen Netzwerken. Und darüber möchten wir heute sprechen, diskutieren, Hintergründe erfahren, Input bekommen. Später auch noch mit einer Vertreterin der Europäischen Kommission und mit Praktikerinnen und Praktikern aus dem Journalismus. Zunächst aber freue ich mich, dass ich das Wort geben kann an Dr. Wolfgang Kreisig, dem Direktor, dem Vorsitzenden der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und Präsident der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg. So ist es richtig. Herzlichen Dank, Herr Schreiber. Ich freue mich auch auf diese Veranstaltung. Heiße Sie auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei dieser digitalen Veranstaltung, ich glaube, wir haben tatsächlich ein sehr spannendes und ein relevantes Thema gefunden und das zeigen auch unsere heutigen Gäste. Wir haben viele hochkarätige Gäste und ich freue mich ganz besonders, heute zwei Gäste gleich auch vorstellen zu können oder begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, dass unsere heutige Veranstaltung eröffnet wird mit einer Keynote des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble. Herzlich willkommen und schön, dass Sie heute persönlich da sind. Im späteren Verlauf der Veranstaltung werden wir auch auf die europäische Ebene schauen und freuen uns dort auf einen Impuls der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Kommissarin für Werte und Transparenz, Vera Jourova. Welcome, nice to have you here and we are happy to have you here the whole symposium. Sie ist zugeschaltet von Anfang an und wird der gesamten Veranstaltung folgen. Jetzt gebe ich auch wieder zurück an unseren Moderator, Herr Schreiber. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Sie haben schon angedeutet, Sie sind da selber Fachmann. Und deswegen freue ich mich, dass Sie uns heute fachkundig durch die gesamte Veranstaltung führen werden. Herzlichen Dank. Ja, danke Ihnen. Und in der Tat, wie gesagt, ich setze mich ja mit diesen Themen jeden Tag auch beruflich auseinander. Und das sind eben nicht nur wir Journalistinnen und Journalisten, sondern auf der anderen Seite auch die Politiker, die mit dem Thema Desinformation sicherlich in besonderer Weise in der jüngeren Vergangenheit zu tun haben. Deswegen freuen wir uns, wie schon erwähnt, auf eine Keynote des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Dr. Wolfgang Schäuble. Vielen Dank, Herr Schreiber, sehr geehrter Kreisig, dir, Vera Jourova, meine Damen und Herren. Man hatte die Möglichkeit, allen alles zu sagen. Aber man hatte, wenn man es sich überlegt, nichts zu sagen. Ein hartes Urteil. Es stammt von Bertolt Brecht und es ist fast 100 Jahre alt. Damals hatte der Siegeszug einer neuen Kommunikationstechnologie begonnen. Das Radio ließ Brecht von einem ungeheuren Kanalsystem der Kommunikation träumen. Hörfunk sollte mehr sein als ein Distributionsmittel, um allen alles sagen zu können. Brecht stellte sich vor, dass die Zuhörer nicht nur passiv hören, sondern auch selbst sprechen und in Beziehung zueinander treten, sich austauschen, debattieren und damit das öffentliche Leben und die Gesellschaft verändern. Die mediale Wirklichkeit hat inzwischen die Vision Brechts noch gewaltig übertroffen. Das Internet und die sozialen Medien sind mehr als ein Kommunikationskanal. Sie bilden ein gigantisches Netz, eine globale Plattform des Austausches, der Information, aber leider auch der Desinformation. Die Digitalisierung verändert die Gesellschaft in fast allen Bereichen, in atemberaubendem Tempo. Sie verändert die über Jahrzehnte gewachsene Medienlandschaft. Die anstehende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
und die lebhaften Debatten über die künftige inhaltliche Ausgestaltung und Struktur der beitragsfinanzierten Sender zeigen dies deutlich. Und sie verändert auch grundlegend das, was wir Öffentlichkeit nennen. Und das hat für die Demokratie unmittelbare Folgen. Im längsten Teil meiner politischen Laufbahn galt noch die Formel Niklas Luhmanns: Was wir über die Gesellschaft wissen, wissen wir durch Massenmedien. Und dieser Satz gilt so nicht mehr, jedenfalls nicht mehr ausschließlich. Die klassischen Massenmedien sind nur noch ein Akteur unter vielen. Fast alle sagen jetzt fast alles im Netz. Doch anders als sich Brecht das für das Radio vorgestellt hatte, wird im Internet nicht so sehr in Beziehung zueinander kommuniziert, sondern in alle Richtungen. Und wie es scheint, vorzugsweise nebeneinander, aneinander vorbei, sogar gegeneinander und viel zu selten miteinander. Jede Innovation birgt meist unvorhersehbare Risiken und Folgen. Das gilt auch für die modernen Kommunikationsmittel. Mit dem Internet verband sich die Hoffnung auf höhere Transparenz und mehr Beteiligung. Es war das Versprechen einer gigantischen Demokratisierungsmaschine. Und es stimmt ja auch, die Digitalisierung erleichtert, sich einzubringen. Sie ermöglicht neue Formen der Teilhabe. Online-Petitionen gehören inzwischen zum parlamentarischen Alltag. Der Bürgerrat zur Rolle Deutschlands in der Welt, mit dem der Deutsche Bundestag im Frühjahr diese Form der Bürgerbeteiligung erprobt hat, wäre als Offline-Format in der Pandemie gar nicht erst zustande gekommen. Auch Parteitage, Bürgersprechstunden, Wahlkampfveranstaltungen lassen sich digital veranstalten. Wie wären wir in der Corona-Krise ohne Internet, ohne digitale Technologien zurechtgekommen? Aber mehr Teilhabechancen bedeutet eben nicht automatisch mehr Partizipation und auch nicht zwangsläufig mehr Akzeptanz für die am Ende getroffenen Entscheidungen. Im Gegenteil, Internet und soziale Medien fordern das Prinzip der Repräsentation neu heraus. Die algorithmengesteuerte Aufmerksamkeitsökonomie im Netz zementiert Teilöffentlichkeiten, die nicht mehr zum Diskurs über das Gemeinsame zusammenfinden. Mitreden soll in den Internetblasen vornehmlich, wer der gleichen Meinung ist. Aber das ist das Gegenteil von einer demokratisch verfassten Öffentlichkeit, die ja darauf beruht, dass alle miteinander reden können. Menschen unterschiedlicher Meinungen, Interessen, Herkunft über die Generation hinweg, unabhängig vom sozialen Status. Und die klassischen Medien verlieren dabei zunehmend ihre zentrale Filter- und Mittlerfunktion. Journalistisch aufbereitete Informationen und unreflektierte Äußerungen stehen nebeneinander. Wahrheiten, Halbwahrheiten, Unwahrheiten. Und so schwindet der gemeinsam geteilte Erfahrungs- und Diskursraum, in dem wir uns im kollektiven Gespräch über wichtige Fragen verständigen. Aber demokratische Willensbildung braucht die gemeinsame Kommunikation in einem öffentlichen Raum. Und darauf ist die Demokratie existenziell angewiesen, insbesondere und gerade in einer Gesellschaft, die immer vielfältiger wird. Die Funktionslogik der digitalen Öffentlichkeit lässt demgegenüber wenig Raum für den demokratischen Streit und die mühsame Suche nach Ausgleich und Kompromiss. Sie fördert
die populistische Versuchung, den eigenen Willen mit dem der Mehrheit gleichzusetzen. Die Möglichkeit, sich direkt und vernehmbar im Netz zu äußern, scheint mit dem Anspruch einherzugehen, dass die eigene Meinung unmittelbar in politische Wirklichkeit umzusetzen sei. Aber das widerspricht nur den Kernprinzipien der demokratischen Entscheidungsfindung, sondern es führt unweigerlich zu Enttäuschung. Und auf lange Sicht gefährdet es die Legitimation gewählter Repräsentanten, verbindliche Entscheidungen für alle zu treffen. Und hinzu kommt, die Blase im Internet befördert die Logik des Wir gegen die. Die Grenzen von Anstand und Respekt werden vielfach gesprengt. Oft dominieren Hohn, Spott, Schmähungen. Nicht nur prominente Bundespolitiker werden zur Zielscheibe, sondern gerade in den Kommunen sind gewählte Repräsentanten Beleidigungen, Diffamierungen und Anfeindungen ausgesetzt. Und es bleibt nicht einmal bei verbalen Grenzüberschreitungen. So ist es kein Wunder, dass Kommunalverbände inzwischen vor verwaisten Rathäusern warnen, weil sich nicht mehr genügend Kandidaten für kommunale Ämter finden. Und auch gegenüber Journalisten mehren sich Übergriffe. Medienvertreter werden an ihrer Arbeit gehindert. In den legitimen Protesten, die wir während der Pandemie erleben, zeigt sich wie unter einem Brennglas, dass es vielen vor allem darum geht, möglichst schrill die eigene Meinung zu äußern und weniger um den Austausch von Argumenten. Aber genauso gilt natürlich, dass nicht jeder, der die Pandemiepolitik hinterfragt, ein Verschwörungstheoretiker ist. Und nicht jeder, der sich wegen der Aufnahme von Flüchtlingen sorgt, ein inhumaner Fremdenfeind. Und nicht jeder, der die europäischen Klimaziele anzweifelt, ein sogenannter Klimaleugner. Wir müssen Acht geben, legitime Positionen nicht aus dem Diskurs zu drängen, weil dies Populisten und Demagogen Auftrieb verschaffen könnte und das Vertrauen in die repräsentative Demokratie schwächt. So entschieden sich die parlamentarische Demokratie gegen jegliche Angriffe auf ihre Regeln und Verfahren wehren muss, so offen muss sie für gegensätzliche Ansichten bleiben, solange diese nicht unseren grundlegenden Werten widersprechen. Uniformität kann kein Ziel der offenen Gesellschaft sein. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung, aber niemand hat ein Recht auf seine eigenen Fakten, soll der Historiker Arthur Schlesinger einmal pointiert formuliert haben. Und da hat er recht. Aber auch aus Fakten allein folgt keine Politik. Das hat der Demokratieforscher Wolfgang Merkel jüngst in Richtung jener zu bedenken gegeben, die sich eine Verwissenschaftlichung der Politik wünschen. Es bräuchte ja sonst keine parlamentarische und auch keine andere Form der Demokratie. Welche Lösung in einer bestimmten Sache politisch vernünftiger ist als andere, ergibt sich aber nicht aus Wahrheiten, sondern aus Bewertungen und Abwägungen, die, wie die Pandemie anschaulich zeigt, häufig sehr schwer zu treffen sind und die immer schwieriger in der Öffentlichkeit zu vertreten sind, angesichts der Flut an Fake News, zumal sich Fake News erwiesenermaßen schneller und weiter verbreiten als seriöse Nachrichten. Und dann kommt noch hinzu, die gigantischen Datenmengen, die sich kommerziell, aber eben auch politisch verwerten lassen, ermöglichen gezielte Desinformation, auch um das Vertrauen in demokratische Institutionen zu untergraben, um Wahlen zu beeinflussen. Für einige Akteure
ist das offenbar auch zu einem Instrument ihrer Außenpolitik geworden. Ganze Armeen von Trollen und Bots versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das Problem falscher Online-Identitäten ist enorm. Allein bei Facebook gab es nach Unternehmensangaben in den ersten 9 Monaten 2020 rund 4,5 Milliarden Fake-Accounts, die entdeckt und gelöscht wurden. Politische Desinformationskampagnen sind übrigens keine Erfindung unserer Zeit. Aber sie haben durch den grenzüberschreitenden Einsatz künstlicher Intelligenz eine neue Dimension bekommen. Die modernen Kommunikationsmittel machen Manipulationen nicht nur einfacher, sondern leider auch effizienter und schwerer nachvollziehbar. Der Blogger Sascha Lobo hat bereits 2016 provokativ vom Ende der Gesellschaft durch Vernetzung, und der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen setzt Vernetzung mit Verstörung gleich. Doch wie nach dem Zerfall des Ostblocks kein Ende der Geschichte eintrat, so sind heute apokalyptische Szenarien in Bezug auf die neuen Kommunikationsmittel auch nicht angebracht. Die technologische Revolution ist keine Naturkatastrophe und die Gesellschaft ist nicht Opfer. Wir müssen keine Angst vor der Technologie haben, aber wir müssen immer neu lernen, vernünftig mit ihr umzugehen. Also geht es vor allem um die verantwortliche Gestaltung der digitalen Transformation. Und für die Politik heißt es, sie muss die notwendigen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das ist eine Querschnittsaufgabe, die auch die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung im Blick haben sollte. Und für die Medien heißt es, sie müssen ihre Stärken pflegen, die journalistische Sorgfalt wahren. Nur so werden sie sich gegenüber der stetig wachsenden Konkurrenz im Netz behaupten können. Konstruktiver Journalismus recherchiert, filtert, ordnet ein, was geschieht oder was gerade eben nicht passiert. In einer informationsüberfluteten Welt schafft konstruktiver Journalismus die Basis dafür, dass die Medienkonsumenten eigene Schlüsse ziehen können. Das ist übrigens auch das Gegenteil von Schulmeisterei oder Missionierung. Qualitätsjournalismus erläutert die Komplexität politischer Prozesse und Entscheidungen, trennt übrigens Bericht und Kommentar und natürlich vor allem auch Wichtiges von Unwichtigem, obwohl häufig Personalfragen doch irgendwie interessanter scheinen als Sachfragen. Für Politik und Medien gilt gleichermaßen Aufmerksamkeit ist ihre Währung und Glaubwürdigkeit ist das wichtigste Kapital. Daher müssen wir uns alle der Verantwortung für eine zivilisierte Streitkultur stellen. Denn die Technologie ist das Werkzeug. Die Inhalte, die wir mit Hilfe der digitalen Medien erzeugen und in die virtuelle Welt entlassen, die machen den Unterschied. Und wir brauchen heute mehr denn je eine Kultur des Zuhörens. Die Bereitschaft, den Blickwinkel des jeweils anderen mitzudenken, ins Gespräch zu kommen, nicht von vornherein auszuschließen, dass andere auch Recht haben könnten. Und wir müssen uns viel mehr darum bemühen, den anderen überhaupt zu erreichen. Und vor allem brauchen wir wirkungsvolle Antworten darauf, wie wir gesellschaftliche Gruppen, die sich längst nur noch aus Quellen informieren, die gar kein Interesse am demokratischen Diskurs in Deutschland haben, zurückholen in unsere Öffentlichkeit. Das ist nicht nur, aber natürlich gerade auch im Wahljahr von hoher Relevanz.
Wahlkampfzeiten sind im Idealfall Hochzeiten der offenen Gesellschaft, wie sie Karl Popper postulierte. Und deren Fundament ist der Respekt vor der Freiheit des Denkens und des Redens. Wir brauchen strittige Auseinandersetzungen in der Sache mit Argumenten, respektvoll, ohne erhobenen Zeigefinger und ohne moralische Überlegenheit, die jede Argumentation erstickt. Die Demokratie ist ohne alternative Politikentwürfe nicht denkbar. Und niemand ist im Besitz der unteilbaren Wahrheit. Was uns, ob in der Politik oder in der Medienwelt, jedenfalls nicht passieren sollte, ist die Brechtsche Paradoxie der Kommunikation. Und die ist da, wenn in großem Hintergrund Rauschen von Daten, Meinungen, Informationen und Pseudoinformationen die Zuhörerinnen und Zuhörer niemanden mehr finden, der etwas Substanzielles zu sagen hat. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schäuble, für diese Einsicht quasi aus der Herzkammer der Demokratie. Sie haben die Herausforderung sehr anschaulich beschrieben, die uns bevorstehen. Gleichzeitig sagen Sie, wir brauchen keine Angst zu haben vor Technologie. Wie schätzen Sie den Zustand unserer Gesellschaft jetzt ein? Sind wir resilient, gerade auch im Vorfeld der Bundestagswahlen, bei den Herausforderungen, die Sie beschrieben haben? Naja, wenn wir solche Diskussionen wie heute machen, stärken wir die Resilienz. Wir müssen übrigens gleich darauf achten, Resilienz alleine reicht auch nicht aus, wenn wir Fortschritt gestalten wollen. Resilienz alleine kann ja auch bedeuten, dass wir sagen, wir wollen uns gegen Veränderungen wehren. Das ist aber keine vernünftige Haltung. Und insofern nein, ich würde die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten können. Wir sind nicht gut genug. Ich habe ja versucht, die Gefahren zu beschreiben. Aber wir haben weder Grund noch viel weniger Recht zu Resignation. Und deswegen tun wir unseres Bestes übrigens auch in den kommenden Monaten bis zur Bundestagswahl. Ja, die Bundestagswahl ist ein gutes Stichwort. Sie haben eine lange Erfahrung mit Bundestagswahlkämpfen. Was erwarten Sie? Wird Desinformation eine zunehmende Rolle auch spielen beim kommenden Wahlkampf, auf den sich die Parteien auch vorbereiten müssen? Wir haben gerade in der Partei, deren Mitglied ich bin und für die ich auch wieder kandidieren darf, übers Wochenende die Grundlinien unseres Programms, das wir mit unserer Schwesterpartei in der kommenden Woche abschließend beraten, dann auch der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Die Grünen haben ja auch ihr Wahlprogramm übers Wochenende diskutiert. Und wir haben dabei natürlich auch sehr grundsätzlich darüber diskutiert, wie man in einem Wahlprogramm, das ja das Ziel hat, dazu beizutragen, dass man von möglichst vielen Menschen gewählt wird. Das ist ja der Sinn im Wettbewerb. Man will ja nicht als Ziel haben, möglichst recht zu behalten und von niemand gewählt zu werden. Das ist nicht der demokratische Urzweck. Und da haben wir intensiv zunächst diskutiert über die Frage, wie man die richtige Balance findet zwischen dem Anspruch der Öffentlichkeit, dass die Parteien sagen, was sie genau vorhaben, und auf der anderen Seite der Wirklichkeit, die uns alle Kommunikationsfachleute, Meinungsforscher, Politikberater und was es alles gibt, sagen, dass man getreu dem Grundsatz, dass schlechte Nachrichten sich schneller verbreiten als gute Nachrichten, behutsam sein muss, wenn man mit einer Debatte über irgendeine möglicherweise völlig überzogene Nebensächlichkeit viel gut gemeintes einfach kaputt machen kann. Wenn ich es richtig verfolgt habe, haben sich auch die Grünen bei ihrer Programmdebatte und auch in den Wochen zuvor um diese Balance nach ihrem eigenen Verständnis, in ihrem eigenen Spannungsverhältnis zwischen Führung,
Basis, Anspruch, Wirklichkeit, Wahlchancen, versucht eine Balance zu finden. Das ist ja, je realistischer die Chance ist, dass man nicht nur eine Gruppe anspricht, sondern Mehrheiten gewinnen kann, wird die Balance umso wichtiger und zugleich umso komplizierter. Aber der Rest ist natürlich auch Sache der Öffentlichkeit und der Wählerinnen und Wähler selber, die am Ende ja auch entscheiden, wie wichtig das eine oder das andere ist. Sie werden vielleicht gelesen haben, dass es in der CDU-CSU, also in meinen beiden Schwesterparteien, in den Wochen, nachdem die CDU einen neuen Vorsitzenden, Armin Laschet, gewählt hatte, eine intensive Diskussion gegeben hat, die war im Grundsätzlichen auch sehr spannend. Sie war natürlich auch in den Personalien, insbesondere für die Medien, spannend. Aber im Grundsatz ging es ein Stück weit um die Frage, gucken wir jetzt auf Meinungsumfragen, auf Strömungen, auch in der eigenen Basis, oder gucken wir ein bisschen langfristiger auch auf Institutionen und das Prinzip der Repräsentation. Also insofern war es nicht nur eine Personaldebatte, sondern auch eine sehr grundsätzliche Debatte. Mehr will ich dazu nicht sagen, aber in der Abwägung ist übrigens am Ende immer der Souverän derjenige, der entscheidet. Also die Wählerinnen und Wähler jetzt bei der nächsten Bundestagswahl. Bis dahin sind wir auf Annahmen, müssen wir uns auf Annahmen gründen. Nach der Bundestagswahl wissen wir es dann wieder genau, wer gewonnen und wer verloren hat und warum. Das ist aber auch gut so, dass vor der Wahl keiner weiß, wie es nach der Wahl ausgeht. Das ist wie bei der Fußball-Europameisterschaft auch. Selber will man gewinnen, aber man weiß es nicht so sicher. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz über den noch weiter nach vorne gucken nach der Bundestagswahl. Wir haben ja hier viele von der Medienbranche auch, schauen uns zu. Und was wäre Ihr Hinweis an die Branche? Was ist der Hebel, wie wir diesem Problem am effektivsten Herr werden können? Ist es Regulierung? Ist es Sensibilisierung? Was wäre das aus Ihrer Sicht? Ja, das wichtigste Instrument im freiheitlichen Rechtsstaat ist immer Aufklärung, Diskurs. Und die ist auch nicht so unterlegen, wie man manchmal befürchten kann. Also müssen wir wieder und wieder uns die Probleme bewusst machen und überall diskutieren. Natürlich müssen wir in den sozialen Netzwerken auch für Regeln sorgen. In der analogen Welt haben wir die Regeln ja. In der digitalen Welt haben wir sie nicht. Da muss man dann auch bedenken, dass eigentlich die Freiheit ja nicht so sehr von der Anonymität nur lebt, sondern auch davon, dass von der Meinungsfreiheit, und ich bin so altmodisch zu sagen, naja, eine Meinung interessiert mich dann besonders, wenn ich weiß, wessen Meinung das ist. Deswegen haben wir früher gesagt, anonyme Briefe in Papierkorb, das kann man heute im Internet auch nicht mehr so einfach machen. Aber ein Stück weit stärker darauf zu drängen, dass die Grundsätze, die Prinzipien freiheitlicher Demokratie auch im Internet gelten. Also nicht nur Anonymität, die ja ein Stück weit auch enthemmt. Ich meine, was wir an Schweinereien, an Enthemmungen, an Widerlichkeiten in den sozialen Netzwerken haben, das hätten wir so in der realen, analogen Welt nicht. Da wären auch Regeln, die es organisieren. Insofern ist Anonymität ja auch ein Schutz oder eine Verführung auf den falschen Weg. Wenn man sich klar macht, wird es schon wieder ein bisschen besser. Aber ich würde auch diesen Regeln im Grundsatz auch im Netz, es gibt auch im Netz, kann es nicht die grenzenlose Freiheit geben. Die grenzenlose Freiheit, ist meine tiefe Überzeugung, zerstört sich immer. Das zeigt die Klimakrise, das zeigen die Finanzmärkte, haben wir schon vor mehr als 10 Jahren erlebt, erleben wir derzeit gerade wieder und vieles andere auch. Also,
die richtige Balance zwischen Freiheit und Grenzen und Regeln, die Freiheit überhaupt nur dauerhaft möglich machen, immer wieder auch suchen. Die ist nicht ein für alle Mal gegründet, es muss immer wieder neu justiert werden. Und das andere bleibt auch dort, wo offensichtlicher Missbrauch ist. Da müssen wir auch überlegen, wie kommen wir dagegen. Ich sage ein ganz konkretes Beispiel. Dort, wo wir, ich habe das auch in meinem Wahlkreis, in insbesondere einer mittelgroßen Stadt, wo ich in einigen Stadtteilen einen hohen Anteil von Menschen habe, die selbst oder ihre Eltern vor Jahrzehnten, also in den letzten 20, 30 Jahren, aus der früheren Sowjetunion zu uns gekommen sind. Und von denen ein Teil zu Hause immer noch, weil sie insbesondere die Eltern nicht Deutsch gelernt haben oder nur schlecht, sprechen sie zu Hause Russisch. Und schauen, wenn sie Fernsehen, Russia TV. Und Russia TV entspricht nun, ich kann Russia TV nicht anschauen, aber alles, was ich da höre, darüber höre, ist, dass Russia TV alles andere als das ist, was wir unter einem Medium verstehen, das nicht von staatlicher Seite zum Zwecke der Manipulation, also zum Gegenteil von dem, was Meinungsfreiheit und Demokratie ist, missbraucht wird. Wie können wir uns dagegen wehren? Was können wir dagegen tun? Ohne die Freiheit abzuschaffen. Aber da wir den Begriff der wehrhaften Demokratie, seit wir ein Grundgesetz haben, ja in unserer Verfassung zu Recht festgeschrieben haben, können wir es auch nicht einfach hinnehmen, sondern müssen darüber nachdenken, was können wir dagegen setzen. Herzlichen Dank. Ich glaube, wir hätten noch viel zu diskutieren, aber wir haben ein knappes auch Zeitbudget. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schäuble, dass Sie heute hier waren und einen wichtigen Impuls gegeben haben. Dankeschön. Bitte, gerne. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg und grüßen Sie Frau Jourova. Das werden wir tun. So, und während wir Herrn Dr. Wolfgang Schäuble verabschieden, darf ich schon mal Kontakt aufnehmen zu Lena Frischlich, die uns jetzt zugeschaltet ist. Da ist sie, Sie sehen sie, ich sehe sie. Jetzt haben wir so ein bisschen oder eine ganze Menge schon darüber gehört, was das Problem ist im Bereich Desinformation, wie akut das Problem ist. Und sie kann uns ein bisschen mehr zu den Hintergründen sagen, denn sie ist Forschungsgruppenleiterin beim Institut für Kommunikationswissenschaft an der Universität Münster. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Sie hören mich auch, das ist gut. Das ist ja immer bei dem Erstkontakt, wenn man digital sich unterhält, der spannende Moment. Wie gesagt, wir haben jetzt eine ganze Menge darüber gehört, wie gefährlich Desinformation in so einer Situation gerade wie jetzt vor der Bundestagswahl ist. Vielleicht können Sie uns einmal erläutern, aufgrund Ihrer Untersuchung, Ihrer Forschung, wie funktioniert das eigentlich? Gerade wenn man jetzt über soziale Netzwerke spricht, wie wird da Stimmung gemacht? Also grundsätzlich muss man sagen, dass es, haben wir in der Vorrede auch schon sehr eindrücklich gehört, es natürlich sehr viele unterschiedliche Arten von verzerrten oder auch desinformierenden Inhalten im Netz gibt. Es kann sich sowohl um tatsächliche Fehlinformationen halten, wo einfach die Aussage an sich gefälscht ist. Oft ist es aber auch so, dass Aussagen aus dem Kontext gerissen werden, in verzerrenden Kontext gestellt werden oder eben einfach, wir haben schon über verschiedene Arten von Medieninstitutionen gesprochen, die jetzt so dem traditionellen Journalismus entstammen, wo dann vielleicht gar nicht jeder einzelne Artikel falsch ist, aber eben sehr selektives, wir nennen das in der Kommunikationswissenschaft auch eine Rahmung, also ein sehr spezifischer Rahmen ausgewählt wird. Und das kann unterschiedlichste Formen annehmen, über Texte, Videos, Bilder, Stimmen. Und die Kombination von all dem, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass solche Inhalte eben dann auch weiterverbreitet werden, sei es durch eben automatisierte Profile, die besonders oft auf Like oder Share klicken, aber natürlich eben auch durch Menschen, die vielleicht einfach mehrere Profile betreiben. Wenn ich jetzt online gehe, wie groß ist denn die Gefahr oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich da Falschinformationen begegne? Kann man das irgendwie sagen? Ich denke, das hängt sehr stark davon ab, wo Sie sich im Netz aufhalten. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass es bestimmte Einfallstore gibt,
wo die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer ist, eben immer da, wo kein gutes Community-Management stattfindet, wo niemand mehr drauf guckt, gibt es zum einen die Freiheit, von der wir gerade schon gesprochen haben, dass sich mehr Stimmen auch am Diskurs beteiligen können, aber eben auch eine leichtere Möglichkeit, Inhalte zu platzieren, die vielleicht nicht einer journalistischen Faktenprüfung standhalten würden. Und dann gibt es aber natürlich auch Menschen, die einfach, die gehen ins Internet, gucken auf der Seite einer Tageszeitung, lesen sich den Artikel durch und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, auf Fehlinformationen zu treffen, genauso hoch, wie wenn sie eben auch eine normale Tageszeitung aufschlagen. Also hoffentlich im Bereich der menschlichen Irrtumswahrscheinlichkeit. Jetzt haben wir eben auch schon in der Keynote von Wolfgang Schäuble gehört, Stichwort Russia Today, also ein russischer Sender, der sicherlich im klassischen Bereich via Fernsehen unterwegs ist und dort auch problematische Inhalte kann man ganz klar verbreitet, aber eben auch in den sozialen Netzwerken ganz allgemein gesprochen. Kann man, sagen wir, einen Großteil der Desinformation, die stattfindet, auf bestimmte Ursprungsländer, Regierungen, Organisationen oder Gruppen zurückführen? Geht das? Wir haben ja immer so ein bisschen das Problem, dass das Internet ein sehr großer Ort ist. Deswegen wäre ich immer sehr vorsichtig damit zu sagen, es gibt jetzt bestimmte Länder oder bestimmte Orte und die sind sozusagen, würden wir die wegmachen, dann hätten wir das ganze Problem mit Fehlinformationen nicht mehr, einmal weil es natürlich all diese Phänomene schon vorher gab, aber auch weil es im Netz eben alles sehr stark miteinander zusammenhängt. Was man schon sagen kann, ist, dass gerade so Prominente, wir nennen die alternative Medien, die eben außerhalb des etablierten Journalismus in Deutschland stattfinden, teilweise sehr erfolgreich im Netz sind und auch eine Reichweite entwickeln, die über die eigentliche Plattform hinausgeht, weil sie eben zum Beispiel dann auch bei YouTube geteilt werden, Links es über WhatsApp oder Telegram auch in Instant Messenger schaffen und da sozusagen noch ein größeres Ökosystem dahinter steht. Wir haben aber auch, das muss man fairerweise auch dazu sagen, in unserer automatisierten Inhaltsanalyse der Covid-19-Berichterstattung bei Facebook gesehen, dass zwar in solchen alternativen Nachrichtenmedien Fehlinformationen, Desinformationen verbreitet wurden in den ersten 3 Monaten des letzten Jahres, der Anteil an der Gesamtberichterstattung jetzt aber sehr gering war. Auch das gehört zur Wahrheit, dass es eben nicht so ist, dass man jetzt sagen kann, alles, was da publiziert wird, ist irgendwie Quatsch. Ja. Aber man sollte sich eben bewusst sein, dass man auch das Risiko läuft, Inhalten zu begegnen, die faktisch nicht belegt werden können oder teilweise auch widerlegt worden sind. Jetzt haben Sie gerade Bezug genommen auf die Berichterstattung zur Corona-Pandemie. Jetzt sagen wir im Angang zur Bundestagswahl. Konnten Sie sich auch vielleicht jetzt schon im Vorfeld Landtagswahlen, vorherige Wahlen anschauen, um zu schauen, um zu sehen, gibt es da eine Entwicklung, gibt es da einen Trend und wie findet da Desinformation statt? Also was wir jetzt im Vorfeld der Wahl schon sehen, was wir aber auch schon 2017 bei der Bundestagswahl gesehen haben, ist einmal dieses Geraune um die Sicherheit der Wahl. Also die Frage, wie zuverlässig ist eigentlich Briefwahl und kann das alles so mit rechten Dingen zu tun haben, was da in Sachsen-Anhalt passiert ist. Da sahen die Prognosen im Vorfeld ja anders aus. Und das ist natürlich was wir in der US-Wahl, im Nachgang der letzten US-Wahl auch sehr viel gesehen haben, eben dieses Anzweifeln der Legitimität des demokratischen Prozesses und damit auch der Erschütterung des Vertrauens darin, dass meine Stimme als Bürgerin, als Bürger in diesem Land auch zählt bei der Wahl. Und kann man in irgendeiner Weise herunterbrechen, wie fruchtbar so eine Kampagne dann ist? Sie haben die US-Wahlen angesprochen, jetzt auch mit Blick auf unsere Wahlen, auf die Bundestagswahl, die ansteht. Wer wird da erreicht und wie, in Anführungszeichen, erfolgreich kann so eine Desinformationskampagne sein? Also Desinformationen brauchen eigentlich wie Medieninhalte immer auch einen fruchtbaren Boden, auf dem sie fallen. Und da wird es dann schnell kompliziert. Ich weiß, das sagen WissenschaftlerInnen immer und eigentlich will man klare Antworten hören. Aber es ist natürlich so, dass wir dazu neigen, eher Inhalte zu glauben, die unser Weltbild bestätigen. Wenn ich also sowieso schon vielleicht der Meinung bin, dass alles, was in den etablierten Medien steht, irgendwie gar nicht so sein kann oder gelogen wäre oder dass man der Politik grundsätzlich nicht vertrauen kann, dann bin ich auch eher bereit, Geschichten zu glauben und Nachrichten zu glauben, die diese Meinung unterstützen. Es ist ein bisschen weniger so, dass es zu fundamentalen Einstellungsänderungen kommt, nur weil ich jetzt mal einen einzelnen Artikel gelesen habe. Und es gibt auch bis jetzt aus den USA, aber auch
in unseren eigenen Studien, die sind allerdings noch im Publikationsprozess, kein Hinweis, dass das Lesen eines einzelnen Zeitungsartikels Wahlentscheidungen beeinflusst. Also wahrscheinlich eher ein langfristiger Prozess und eben immer auch ein bisschen die Frage, wo setzen Desinformationen an? Eben, wollen Sie das Vertrauen in den Wahlprozess erschüttern? Geht es um gesellschaftliche Ungleichheiten, um Misstrauen gegenüber sozialen Gruppen in der Gesellschaft? Was sind die Bruchstellen, wo Desinformation ansetzen kann? Vielleicht noch kurz eine Prognose, wenn Sie als Wissenschaftlerin das abgeben möchten. Womit rechnen Sie jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl in Deutschland? Also was sich, glaube ich, massiv verändert hat zu den letzten 4 Jahren, ist, dass wir alle mehr Zeit im Netz verbringen, eben auch bedingt durch die Pandemie. Von daher ist die potenzielle Reichweite von Online-Informationen größer. Es hat sich auch technisch in den letzten 4 Jahren noch mal einiges getan, insbesondere im Bereich von Bild- und Tonmanipulation. Also ich glaube, es ist sehr viel zu früh, um Angst zu haben, dass jetzt ganz groß im großen Stil manipulierte Videos auf den Markt drängen. Aber dass so Bilder manipuliert werden, da haben wir ja auch schon ein Beispiel gesehen im Angriff auf Annalena Baerbock mit den Nacktbildern. Also dass so Bildmaterial verwendet wird, dass Sachen zusammengeschnitten werden, dass versucht wird, Druck zu machen, mit Stimmung zu arbeiten, also gerade mit Angst, mit Furcht, aber auch vor allem mit Wut, also all diesen aktivierenden Emotionen, wo man das Gefühl hat, ich muss jetzt was tun, ich muss klicken. Das ist sicherlich was, was mich nicht wundern würde. Ja, vielleicht dann noch eine kurze Nachfrage dazu. Und was würden Sie dann, oder was könnte man dem entgegensetzen? Also ich glaube, als einzelne Mediennutzerin, als einzelner Mediennutzer kann man immer einmal durchatmen und sich fragen, muss ich das jetzt wirklich weiter verbreiten, weil wir natürlich alle auch eine Rolle in dieser Informationsunordnung spielen. Als Journalistin und Journalismus, als Journalismus an sich kann man sich auch fragen, muss ich das jetzt verbreiten? Welche Dynamik steckt dahinter? Wo wird vielleicht auch versucht abzulenken von den wichtigen Fragen der Zukunft? Wir haben es in der Rede schon gehört, es geht um Klimawandel, es geht sicherlich auch um soziale Gerechtigkeit, den Umgang mit der Pandemie, wo viele Fragen, die wir beantworten müssen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, da kritisch zu bleiben, sich eben auf die Kernkompetenzen des Journalismus recherchieren, einordnen, zu beschränken, ist sicherlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Sagt Dr. Lena Frischlich, die Forschungsgruppenleiterin vom Institut für Kommunikationswissenschaft an der Universität Münster. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihre Analysen und Forschungen an dieser Stelle. Und ich gebe jetzt aber die letzte Frage bzw. Antwort von Frau Frischlich weiter an Dr. Tobias Schmidt, der nochmal erzählen kann und darlegen kann, was denn die Medienanstalten eigentlich jetzt in dieser Phase aktiv gegen Desinformation tun. Schönen guten Tag. Guten Tag und vielen Dank. Schönen guten Tag allerseits. In der Tat, mein Name ist Tobias Schmidt und ich darf bei den Medienanstalten dies und jenes machen und unter anderem mich zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen um das Thema Desinformation kümmern. Dear Vice President Jourová, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kollegen. Das Schöne an der Pandemie, die nicht viel Schönes hatte, aber eine schöne Sache ist, dass wir gelernt haben, dass Veranstaltungen sehr viel kürzer sein können. Das führt dazu, dass ich Ihnen jetzt in ungefähr 9 Minuten 30 erzählen darf, was wir zum Thema Desinformation machen. Das dürften jetzt eher 110 Meter Hürden werden als gemütliches Joggen, aber wir schaffen das. Desinformation bedeutet für uns alle zunächst mal 2 Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, Desinformation als Begriff ist nicht definiert. Was meint Desinformation eigentlich? Das betrifft sowohl die verschiedenen Gattungen, also wir reden über Fake News, wir reden über Coordinated Inauthentic Behavior, wir reden über Deepfakes, wir reden über Fake Accounts. Wie verhält sich das zueinander? Der zweite Punkt, den man als Problem feststellen muss, ist, Desinformation ist etwas, was, nun wie soll ich sagen, die Herzkammer einer Demokratie, Wolfgang Kreisig hat es vorhin schon gesagt, für sich benutzt und möglicherweise missbraucht. Das heißt aber auch, alles, was man im Bereich Desinformation unternehmen kann, ist immer auch eine Aktion an dieser Herzkammer. Vor diesen 2 Problemstellungen oder vor diesem Hintergrund haben sich jedenfalls 2 Dinge herauskristallisiert in der Diskussion der letzten Monate, nämlich zum einen, die Kategorien falsch und richtig, wahr und unwahr sind jedenfalls für unser Handeln kaum tauglich, um im Bereich der Desinformation Fuß zu fassen.
wir, die Medienanstalten, genauso wenig wie Ministerien oder auch der Gesetzgeber, eignen sich als sozusagen Wahrheitsministerium. Zum Zweiten, und das ist, glaube ich, der oberste Grundsatz, in einer Demokratie muss am Ende gelten, im Zweifel immer für die Meinungsfreiheit. Und der fühlen wir, fühlt sich auch die Medienaufsicht verpflichtet. Das gesagt habend, kommen wir also zur Frage, was können wir dann tun? Naja, die erste Antwort liefert der Gesetzgeber, nämlich, was tun wir bereits? Der Gesetzgeber, in diesem Fall der Medienstaatsvertragsgesetzgeber, hat uns mit § 19 Medienstaatsvertrag etwas an die Hand gegeben, was sich mit der Kontrolle der journalistischen Sorgfaltspflichten beschäftigt. Keine ganz neue Idee. In den klassischen Medien gab es das schon immer, teilweise durch uns, teilweise durch Selbstregulierungseinrichtungen organisiert. Nun gilt es aber eben auch fürs Netz. Darüber wurde in der Vergangenheit und in den letzten Wochen, seitdem wir in diesem Bereich tätig geworden sind, viel diskutiert. Und deswegen lassen Sie mich noch mal eins klarstellen. Wir, die Medienanstalten, betrachten dieses Instrument, das uns der Gesetzgeber gegeben hat, natürlich auch nicht als ein Instrument, mit dem wir wahr oder unwahr überprüfen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern es geht darum zu überprüfen, ob sozusagen die handwerklichen Grundsätze bei journalistisch-redaktionellen Angeboten eingehalten werden. Und warum ist das so? Auch das ist schnell erklärt. Weil Angebote, die eine journalistisch-redaktionelle Anmutung haben, ja ein besonderes Vertrauen erwarten. Sie werden so gestaltet, damit Nutzerinnen und Nutzer ihnen ein besonderes Vertrauen entgegenbringen. Und diesem besonderen Vertrauen, das sie ja meistens selbst erwecken wollen, müssen sie auch genügen. Nun ist das Ganze nicht ganz unempfindlich. Deswegen haben sich die Medienanstalten entschieden, in den Verfahren rund um die journalistische Sorgfaltspflicht im Netz, wie Sie hier sehen können, vorzugehen. Das heißt also, wir gehen besonders niederschwellig vor. Wir informieren in aller Regel die betroffenen Angebote zunächst über unsere Zweifel daran, ob diese Angebote diesen Standards entsprechen, mit Hinweisschreiben. Dann erfolgt erstmal eine Sachverhaltsaufklärung. Und erst dann, wenn wir feststellen, dass ein solches Angebot und unser Gefühl, dass hier die gesetzliche Vorgabe nicht erfüllt wird oder besser gesagt unsere Einschätzung sich erhärten und das Angebot darauf nicht reagiert, erst dann wird ein entsprechendes formelles Verfahren eingeleitet. Das erscheint uns wichtig, weil, und das ist uns vollkommen klar, wir hier eben an der besagten Herzkammer zur Demokratie agieren. Und das bedeutet auch, dass wir unsererseits darauf achten müssen, dass wir nicht übers Ziel hinausschnellen. Ich jedenfalls habe jetzt den Überblick über die Präsentation verloren auf meinem Bildschirm, aber ich drücke einfach mal weiter und gucke mal, ob Sie sie sehen können. Denn uns stellt sich darüber hinaus, vielen Dank, jetzt sehe ich es wieder, uns stellt sich von dort kommend, von dieser Norm, die wir nun haben und mit der wir anfangen zu agieren, die Frage, was müsste darüber hinaus zu tun sein? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Und zwar, weil Desinformation eben am Ende eine Summe mehrerer unterschiedlicher Probleme ist. Und ich glaube jedenfalls aus unserer Sicht muss klar sein, dass Regulierung immer erst dann eingreifen darf, wenn der Meinungsbildungsprozess es nicht aus seinen eigenen Kräften heraus schaffen kann. Und der Bundestagspräsident Herr Schäuble hat eben auch beschrieben, dass dieser Punkt relativ spät kommt, denn Demokratie muss eben auch das ein oder andere abkönnen. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, was man tun kann, dann kann ich Sie mit ein paar Ideen konfrontieren. Das sind nur Ideen. Wir sind im Moment noch im Diskussionsprozess, auch innerhalb der Medienanstalten. Wenn Sie sich die Frage stellen, warum wir das überhaupt diskutieren, naja, eben weil wir uns dieser Meinungsfreiheit auch in den Medien verpflichtet fühlen. Also, was könnten Ansätze sein? Bereits genannt wurde der Punkt der Transparenz. Herr Schäuble hat, wie ich finde, ganz illustrativ dargestellt, dass die Transparenz, also die Frage, durchbricht man die Anonymität oder nicht, eine interessante Frage ist. Gleichzeitig ist das super empfindlich, denn Anonymität ist eben auch etwas, was oft schützt. Denken wir nur an die Demokratisierungsprozesse in Osteuropa oder in Nordafrika. Aber vielleicht findet sich ja eine Lösung, wie man das eine mit dem anderen verbinden kann und wie man feststellen kann, dass man auch Anonymität transparent machen kann. Der zweite Gesichtspunkt sind die Sorgfaltspflichten, wie wir sie jetzt für journalistische Angebote haben. Vielleicht, das wäre jedenfalls ein Ansatz, könnte man darüber nachdenken, ob auch diese Idee ausgeweitet werden kann, zum Beispiel auf Bereiche der staatlichen oder politischen Institutionen, denen bisher in den klassischen Medien vieles gar nicht erst erlaubt war. Im Netz erscheint das aber möglicherweise nicht mehr ganz zeitgemäß. Und als absolute Ultima Ratio gibt es dann immer noch die Möglichkeit der Intervention. Etwas, was wir im Moment nicht haben und wovon man sicherlich sehr sorgsam nur Gebrauch machen kann.
Ein Bereich, in dem sich das anbietet, und auch das wurde von den Vorrednern bereits besprochen, könnte der Bereich sein, in dem es gar nicht mehr um die einzelne Aussage, um die einzelne Meinung geht, sondern es könnte sich um die Bereiche handeln, in denen Technik dazu führt, dass ein Eindruck erzeugt wird, der in echt gar nicht besteht. Also nicht die einzelne Aussage ist das Problem, sondern zum Beispiel das tausendfache Reagieren darauf mit Fake-Accounts. Wenn die dann noch gleichgeschaltet sind, reden wir über das sogenannte Coordinated Inauthentic Behavior. Das heißt, die Täuschungshandlung erfolgt eigentlich durch die Täuschung im öffentlichen Raum über die Relevanz des Themas und nicht die Aussage. Aber auch das, wie ich schon sagte, nur ein Gedanke. Was brauchen wir darüber hinaus? Was wir brauchen, ist ein Austausch auf europäischer Ebene. Und deswegen freue ich mich auch ganz außerordentlich, dass Vizepräsidentin Jourová an dieser Veranstaltung teilnimmt. Die Europäische Kommission nimmt in dieser Diskussion eine zentrale Rolle wahr. Warum? Weil es an der Zeit ist, dass wir bei der Diskussion um neue Regeln vor allen Dingen eines schaffen, nämlich, dass die Regeln wieder von den legitimierten Organen, also den Parlamenten, kommen und nicht so sehr von Firmen. Um das zu erreichen, glaube ich, brauchen wir Europa, brauchen wir Europas Mitgliedstaaten, denn ich sehe momentan von keiner anderen Seite eine Tendenz in diese Richtung gehen. Das heißt, Europa hat eine hohe Verantwortung für die Demokratie. Dabei hat Europa bereits einiges unternommen. Mit dem sogenannten Code of Practice gibt es einen ersten wesentlichen Schritt, eine Selbstverpflichtungserklärung der Industrie, und an der sich wiederum zahlreiche große Unternehmen beteiligt haben. Allerdings, und das sind die kleinen Kritikpunkte selbst des schönsten Projekts, auch dieses Projekt hat ein paar Schwachpunkte, wie die Medienaufsichtsinstitutionen in Europa festgestellt haben. Es sind nicht alle Unternehmen dabei. Auch hier gibt es keine klaren Definitionen. Hier fehlt es an Datenzugang. Das heißt, wir können bestimmte Verhaltensweisen der Plattform nicht überprüfen. Und das ist für einen Regulierer immer schwierig. Es gibt keine Sanktionen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns und begrüßen es auch ausdrücklich, dass es seitens der Europäischen Union weitere Bemühungen in diesem Bereich gibt. Und die Medienanstalten bringen sich über die ERGA, also den Europäischen Zusammenschluss der Regulierungsbehörden in Europa, in diese Diskussion ein. Das machen wir zusammen mit anderen Einrichtungen wie dem ETMO oder dem IEAS, dem Auswärtigen Dienst der Europäischen Union. Bei diesen Maßnahmen, die die Europäische Kommission vorhat und über die Frau Jourová viel besser berichten kann als ich, handelt es sich im Wesentlichen um die Frage, wie kann man auch auf europäischer Ebene das Thema Desinformation angehen. Ein Element ist die Stärkung des Code of Practice, dieser Selbstverpflichtungserklärung, vielleicht kombiniert um Regulierungselemente, die dann auch eine entsprechende stärkere Kontrolle nach sich ziehen. Aber es gibt eine Vielzahl von Paketen, an denen wir mitarbeiten und von denen wir als Medienaufsicht uns auch das eine oder andere versprechen, um im Bereich der Desinformation tätig werden zu können. Der Digital Services Act ist in der Diskussion ein zentrales europäisches Gesetzgebungsvorhaben, das wir dem Grunde nach begrüßen, bei dem aber kleiner Gruß nach Brüssel nochmal darauf zu achten ist, dass die Rolle der staatsfernen und unabhängigen Aufsicht nicht unter die Räder kommt. Es gibt den European Democracy Action Plan, der wesentliche Projekte vorsieht, die das Thema der Desinformation effektiv bekämpfen sollen, und natürlich den European Media Freedom Act, der vor einigen Wochen durch Vizepräsidentin Jourová und den Kommissar Breton angekündigt wurde. All dies erscheinen uns wesentliche Punkte zu sein, und ich glaube, es zeigt, es ist an der Zeit, dass Europa hier in eine Federführung, in eine Führungsrolle der Demokratien geht, um das Thema Desinformation dort in den Griff zu bekommen, wo es unbedingt erforderlich ist, und das ist eben immer nur im äußersten Notfall geboten. Dennoch, und hier möchte ich an Herrn Schäuble anschließen und ihn noch mit Herrn Cicero ergänzen. Herr Schäuble sagte, grenzenlose Freiheit zerstört am Ende immer sich selbst. Cicero sagte, wir beachten Regeln, um frei zu sein. Ich denke, das ist kein schlechter Grundsatz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, freue mich auf die weitere Diskussion und bedanke mich ausdrücklich bei der Dolmetscherin, die diesen 110 Meter Hürdenlauf jetzt übersetzen musste. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Dr. Tobias Schmidt. Und das war eine ja fast schon perfekte Überleitung zu unserer nächsten Diskussionspartnerin, beziehungsweise zugeschaltet eben Vera Jourová, die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Werte und Transparenz, die ja fast direkt angesprochen wurde. Dr. Tobias Schmidt sagte, wir brauchen Europa, weil es bei der transnationalen Regulierung, wenn man so sagen möchte, insbesondere um die Verantwortung für Demokratie geht, dabei aber immer das Spannungsfeld vor Augen, Regulierung versus
Meinungsfreiheit. Und wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, was Frau Jourová uns in diesem Kontext jetzt berichten kann. Schönen guten Tag. Thank you very much. Good afternoon, everybody, honorable guests, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here with you. And I have to say that the predecessors, the speakers who spoke before me were so inspirative that I have a big temptation not to use my speech and react. But my role is to respond on the question, how much regulation does freedom of expression need? And I can give you a very simple answer, just enough to protect it. And this is a topic which we've been discussing now very intensely. It was really a great pleasure also to see Wolfgang Schäuble, who I used to meet in the capacity of Justice Commissioner, and we were discussing the how to fight against money laundering and how to fight against financial crime. And now we are here together speaking about how to protect the freedom of speech and values. And I think that, yeah, it was very, very inspirative speech and it was great to listen. Well, this contribution should be about European regulation. I think that the European Union is expected, and what was also expected, to come with the rules for digital sphere. It was long awaited. We are the first ones who came with the rules, especially the Legally Binding Digital Services Act, which we adopted last year in December. And I think that it was a very symbolic thing that several days after we adopted the Digital Services Act, which tries to bring more transparency, more diversity, more respect to internet, which tries to minimize manipulation, hatred, which tries to minimize the effect of bubbles. So several days after we adopted this legislation, where we try to focus on maximizing benefits of internet and reducing risks, so soon after that, we saw in United States the evidence and the mark of the era. We saw who can switch whom off. We saw that based on the managerial decision of Facebook, the sitting president of the United States, elected in democratic elections, was switched off and his account was canceled. And I had to react on it by saying, well, it probably was the incitement to violence, which we saw from Mr. Trump's messages, which materialized in Capitol on the 6th of January. But should it be the management of a private company to decide on these things? And our European answer is, of course not. It should be the law. It should be the law we agree on. And we engaged in lawmaking in the sphere of digital still in the moments when we heard from many, many different sides of Europe that we should not touch internet, we should not touch digital content, because this is a kind of untouchable holy cow, that if we start doing that, we will limit or destroy the freedom of speech. We are trying to do both, to reduce the risks, to come with meaningful, necessary rules, and to keep the freedom of speech untouched. And also Wolfgang Schäuble said that there should not be limitless freedom. And I would add, I agree with them. Limitless freedom will kill freedom at the end of the year, of the day. That's why we already now have some limits for the speech in Europe. And these limits are in all the criminal laws in all the European member states. This is what we call illegal content, which has to be recognized and dealt with in online sphere as well as we are doing it in offline world. So that's why in our Digital Services Act, which we adopted last year in December, which might be adopted by all three legislators
maybe already next year in spring. At least the French presidency has big ambition to achieve that. So in this regulation, we are focusing on illegal content, and we want the platforms and those who are providing their space for spreading different kinds of information and content to increase activity to guarantee that the illegal content will not be spread easily across Europe. Also, you discussed the anonymity. Well, when we are looking at what's happening in Belarus now, people use encrypted apps to organize protests, and this is the place where they can still express freely. So we are very careful about banning anonymity or about taking steps against anonymity of people online. So this is another thing to consider, how big are the risks and how big are the benefits. When it comes to illegal content, I think I have explained that this is something which we try to address by legally binding rules. Speaking about disinformation, it's much more sophisticated issue, because according to our legal reading, disinformation is not illegal content. It is harmful content. It can be very dangerous. It has brutal impact on public opinion. We see it now in pandemic very clearly. But here I always say that as a regulator, I have to take gloves and work with gloves on designing the rules. That's why we decided not to come with legally binding rules, such as the Digital Services Act. And we are working with the platforms and advertising industry and the media on the code of practice against disinformation, which should remain self-regulatory measure, and which would increase the protection of the society against disinformation. I will come back to this code of practice. I want to put it under the wider context, how we work against disinformation. We have the fight against disinformation as the prominent chapter in what we call European Democracy Action Plan. We need to protect democracy better. We see that democracy can be very fragile, even in very mature and stabilized democracies, again referring, for instance, to the United States. And so we decided to come with the action plan where we are focusing on guaranteeing the free and fair elections in all the member states and in Europe as such, on strengthening media freedom and pluralism, and already mentioned, fighting against disinformation and interference. On elections, it was interesting that you asked Mr. Schäuble how resistant he thinks the German elections will be against all those very dangerous new pressures. I think he said something, he doesn't know the answer. I don't know the answer neither. But I can tell you, we are doing a lot to protect elections against new kinds of threats. We already started our work before 2019 by opening a very intense dialogue with the organizers of the elections in all the member states. And when I met the organizers, the election commissioners from all the member states for the first time, I came with a clear message: to organize the elections in European Union or everywhere else in the world, because we face global issues here. So it's not business as usual anymore, because at least we have to be better protected against cyber threats and cyber attacks, against abuse of private data of people, referring to Cambridge Analytica scandal, which we all remember well. I don't have to speak more about that. We have to be better protected against disinformation, and we have to be better protected against unregulated online space, because we have overregulated offline space for political marketing and campaigning before elections. But
around 10 or around half of the member states do not have any specific rules for online campaigning, especially before elections. Mm-hmm. And so we decided to adopt the legislation for European Union as a whole for online political marketing, with full respect to the member states who remain the organizers and guarantors of free and fair elections. But I want to propose the pan-European rules to minimize the risk that online campaigning will not be transparent enough, that the people will know that the people won't know that they are objects of manipulation or paid or sponsored commercials and so on. We will propose legislation on political advertising this year in autumn. On the European Democracy Action Plan, we try to come with the set of rules which will be of legislative nature, such as this political campaigning, and non-legislative, which is the code of practice against disinformation. So here I am coming back to the main topic. I try to shortly explain the philosophy behind that. We are differentiating very precisely between facts and opinions, and it has been said several times by the co-speakers. Facts belong to everybody. They are objective. They are verifiable. And that's why we want the platforms and the media who will become signatories of the code of practice to invite the fact checkers and professional journalists to do the proper fact checking and to verify the facts. And then there should be no removal of the content, but labeling and adding the facts which the people could read and consider themselves what to believe. Opinions belong to every individual. So I can tell you, working in this field, I very often feel that I have myself differentiate between what I am defending. As a liberal Democrat, I very often do not like the opinions of the conservatives, but as a Democrat and as a professional who is responsible for the values in the EU, including freedom of speech, my obligation is to protect the right of the conservatives to say what they want to say. So I think that it is very clear that we try to come with the rules which will not breach this basic principle that we must remain protecting the rights of people to express their opinions. And we try with the code of practice to invite many different actors. I spoke about the fact checkers who should be paid for their work. So we are negotiating with the platforms also the conditions for cooperation with the fact checkers. We are inviting the citizens themselves to notify disinformation. They will have the right to get feedback from the space, the platforms mainly, what they have done with the notification. Those whose content will be labeled will have the right to ask for corrections in case they will come with the facts which will show that they were right. So we want this to be a dynamic process. And the whole system is framed by a very strong effort not to introduce and establish any place which will be the arbiter of the truth. So I will not be the commissioner of truth. There will be no minister in any member state who will be the protector of the official doctrine. And also the managers of the platforms must not be the arbiters of the truth. We need to make this model whole of society, working with the civil society, with the citizens. I think that only with the strongest possible feeling of ownership of the digital space from the whole society, we will manage to make it cleaner, make it
more decent, make it more trustworthy. I am a very strong believer in that. I know I speak very long, so yes. Finally, we are on a very strict timetable. This is why I'm Erga for its work on that, because we have very good cooperation. And I will finish by quoting Dr. Elena Frischlich, who spoke before me, who said disinformation needs fertile soil. And I would say this is also something we want to work with. The lack of information, the lack of trustworthy information, it causes the enabling the space for disinformation. So we all are obliged to communicate better. It is very visible in a pandemic time, because we are successfully vaccinating against pandemic, but we are not successfully vaccinating against infodemic. And here we need the people to be more resilient and to think twice, yes, whether this might be truth, what they are reading. So it requires more respect for the readers, more proactive communication and trustworthy information, and also more education of the maybe young generation, because this fertile soil, it means also, yes, that sometimes especially when we read the disinformation, which is this misinterpreting the recent history of Europe, this is extremely dangerous and, yes, harmful kind of disinformation, where we definitely need to do more, also with our educational system. Sorry, I spoke too long. This is all from my side. Thanks a lot, Vera Jourova, Vice President of the European Commission, for this keynote, für diesen Impulsvortrag an dieser Stelle. Jetzt gehe ich wieder zurück ins Deutsche, denn wir haben ja auch noch eine Diskussionsrunde vor uns und haben wie bei vielen Veranstaltungen natürlich auch einen gewissen zeitlichen Rahmen, den wir nicht wahnsinnig überziehen möchten. Und deswegen geht es an dieser Stelle nach dieser europäischen Sicht, die uns dargelegt wurde von der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, jetzt gleich weiter mit unseren Diskutanten, Panelisten, Digital Panelists, wenn man so möchte, an dieser Stelle. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich der Reihe nach Sonja Schwedtje. Sie ist Chefredakteurin der Netzwerke von RTL News. Außerdem begrüße ich Nina Morschhäuser. Ich lese das ab, damit ich auch ja die Titel richtig an der Stelle platziere. Head of Public Policy, Government and Philanthropy bei Twitter Deutschland. Außerdem begrüße ich ganz herzlich Marie-Theresa Weber. Sie ist Public Policy Managerin bei Facebook. Markus Beckedahl ist uns zugeschaltet, Gründer und Chefredakteur von Netzpolitik.org und Mitglied im Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und noch einmal auch in dieser Runde ist Dr. Wolfgang Kreisig uns, also tatsächlich als einziger nicht zugeschaltet, sondern live hier neben mir sozusagen. Und ich wollte doch ganz gerne am Anfang nochmal auch wissen, weil Sie das jetzt als großes Thema gesetzt haben, des Symposiums in diesem Jahr. Warum ist das jetzt gerade für Sie so ein großes Ding, wenn man so will, und was macht den Umgang mit Desinformation so schwierig? Ja, also ich glaube, es ist heute deutlich geworden, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist, über dieses Thema zu sprechen, weil wir nicht nur ein Superwahljahr haben, und das ist natürlich immer ein gutes Beispiel, wenn man ein Superwahljahr hat, sondern weil wir auch diverse Entwicklungen jetzt zurückblicken können, die einfach dafür sprechen, dass es sozusagen ein Problem geben könnte und wir etwas tun müssen. Und das ist natürlich auch die Entwicklung im Netz, dass sich mehr und mehr Bürgerinnen und Bürger aus dem Netz, im Netz informieren, dass sie dort zunehmend auch mit Desinformationen konfrontiert werden. Und das klang schon an, es gibt neue Spielregeln im Netz durch den neuen Medienstaatsvertrag. Beispielsweise auch im Netz sind Sorgfaltspflichten einzuhalten bei journalistisch-redaktionellen Inhalten, wenn sie Nachrichten und politische Diskussionen abbilden. Darüber hinaus auch die Kennzeichnungspflicht für politische Werbung und nicht zuletzt auch die neue Regulierung für Medienintermediäre. Also all das spricht dafür, dass es ein großes Thema ist. Und Sie sehen ja auch, was Frau Jourova berichtet hat, was es auf europäischer Ebene auch zu diskutieren gibt. Vieles ist in Bewegung, weil es eben relevant ist. Und deswegen, glaube ich, sind wir mit dieser Veranstaltung genau zur rechten Zeit gekommen. Und wir sehen ja, es gibt viel zu diskutieren. Und eins ist mir, glaube ich, wichtig, dass wir auch gesehen haben, auch auf europäischer Ebene, das Recht auf meine freie Meinungsäußerung ist dann doch ein ganz wichtiges Gut, das hier geschützt werden soll. Und man versucht, und das ist die Schwierigkeit auch bei Regulierung, dieses aufrechtzuerhalten. Und deswegen muss es so sein, dass wir nur dort regulieren, wo es zwingend notwendig ist,
wir dürfen die Meinungsfreiheit nicht verlieren auf diesem Weg und deswegen ist es ein ganz sensibles Thema auch in dieser Richtung. Ich hatte dann eigentlich gedacht, vielleicht könnte Sonja Schwedt hier uns mal erklären, wir haben jetzt ein bisschen theoretisch über den Umgang mit Desinformation im Alltag gesprochen. Sie, du als Praktikerin, wie sieht denn das im Alltag einer Nachrichtenredaktion tatsächlich aus? Wie checkt man das, wie geht man mit der Fülle an Informationen um zu schauen, was stimmt, was nicht? Das ist natürlich eine Herausforderung. Man muss ganz klar sagen, ich glaube, Wolfgang Schäuble sagte es auch eingangs schon, die Versuche, Informationen zu manipulieren, zu beeinflussen, gibt es ja schon immer. Die Dimension hat sich natürlich jetzt verändert, unter anderem auch durch die gezielte Verbreitung, durch das Tempo und dann auch eben durch das Volumen, mit dem diese Informationen dann eben irgendwo auf fruchtbaren Boden fallen. Insofern ist das jetzt auch für mich als Chefredakteurin eines Nachrichtensenders wirklich ein Thema schon seit mehreren Jahren, mit denen unsere Teams ganz intensiv auseinandersetzen müssen. Wir sind für uns zu dem Schluss gekommen, was am wirksamsten hilft, ist wirklich sauberes journalistisches Handwerk, so banal das auch klingt. Und da auch noch transparenter zu sein und unseren Zuschauerinnen und Userinnen auch zu erklären, wie gehen wir eigentlich vor, um Fakten zu überprüfen? Wie kommen wir eigentlich zu dem Schluss, dass ein Video oder ein Bild manipuliert ist? Wir haben ja Verifizierungsteams, die eine ganz besondere Expertise, eine tiefergehende Expertise aufgebaut haben, aber mittlerweile gehören auch die Grundlagen der Verifizierung gehören zur journalistischen Ausbildung eines jeden Mitarbeiters, der bei uns in dem Team beiträgt. Das kommt. Ich hoffe, Sie hören mich. Ich höre mich mit einem großen Hall, sonst unterbrechen Sie mich gerne. Also falls nicht, erzähle ich einfach. Es ist nicht ganz perfekt von der Tonqualität, aber wir verstehen Sie noch. Okay. Also Verifizierung, Basic-Schulungen, die braucht einfach jeder und jede. Und das ist ganz wichtig. Das haben wir jetzt auch nochmal intensiviert. Und da erklären wir eben auch, wie wir vorgehen. Und das erklären wir eben auch, damit unser Publikum das selbst nachvollziehen kann und auch selbst machen kann. Das ist ja kein Hexenwerk. Ja, viele Sachen kann man ja auch ganz einfach selber zu Hause überprüfen. Das heißt dann, wenn man es so ein bisschen theoretisch benennt, Medienkompetenz. Aber am Ende ist es ja auch nur erklären, was man tut. Auch ganz klar, was hilft, ist, zu seinen eigenen Fehlern zu stehen. Man muss eben wirklich auch nochmal unterscheiden, was verstehen wir eigentlich unter der Form von Desinformation, die so schwer zu greifen ist, wo es vielleicht auch gar keine rechtliche Handhabe gibt. Desinformation, haben wir auch schon gehört, hat ganz viele Gesichter. Ne? Aber wenn man wirklich von einer Manipulationsabsicht ausgeht, von einer gezielten, dann muss man eben, glaube ich, sagen, das ist schon noch was anderes, als wenn wir als Journalisten Fehler machen. Und die machen wir. Wir sind mit einer hohen Zahl von Publikationen jeden Tag, jede Nacht, rund um die Uhr mit einem hohen Tempo einfach konfrontiert. Da wäre das ja ein Wunder, wenn wir als Menschen und als Journalisten nicht auch Fehler machen würden. Aber dann ist ja auch der Unterschied, wie gehen wir denn damit um? Gehen wir damit verantwortungsbewusst um? Wir sind reguliert. Es gibt eine Aufsicht, die uns eben durchaus auch immer mal wieder darauf aufmerksam macht und auch mal nachfragt. Das ist in Ordnung, das akzeptieren wir auch, ne? Und das sagen wir auch, je nachdem, welche Tragweite das hat. Manchmal reicht es auch, wenn man Menschen, die uns aufmerksam machen, sagt, ja, Sie haben da recht, wir haben das korrigiert. Übrigens hier, schauen Sie mal, manchmal muss man es auch wirklich in einem größeren Stil dann auch bekannt machen. Aber das sind so tatsächlich die Strategien, die wir entwickelt haben und auch ganz klar Dinge benennen, die wir wissen, die wir verifiziert haben, die wir gecheckt haben oder eben auch sagen, okay, das ist jetzt eine Situation, vielleicht eine Breaking News, da haben wir noch keinen Überblick, da konnten wir Ihnen noch nicht genau liefern, was ist eigentlich gesichert, deswegen Vorsicht, das müssen wir unter Vorbehalt erst nochmal betrachten. Ja, jetzt einmal vielleicht an der Stelle auch zu Marie-Theresa Weber, weil schauen wir etwas detaillierter auf Ihr Netzwerk, also das, für das Sie sprechen an der Stelle, Facebook, was ja insbesondere doch immer wieder im Fokus auch in der Kritik steht, dafür letztlich Plattformen zu sein, wo auch Desinformation stattfindet. Wie sehen Sie Ihre Rolle da? Facebook wirklich nur in Anführungszeichen als Plattform? Und wie ist da inzwischen der Umgang und das Checken von Informationen, die über Sie verbreitet werden? Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich versuche mich mal einer Antwort zu nähern. Zunächst einmal ganz klar, der Schutz des Kommunikationsprozesses, insbesondere im Superwahljahr, hat für Facebook eine absolut hohe Priorität. Das ist ganz klar. Wir sind mit einem riesigen Team dabei, die Bundestagswahlen vorzubereiten. Aber ganz klar, Falschinformationen, gezielte Manipulationen finden auch außerhalb von Wahlkampfzeiten statt.
Und bei Facebook haben wir einen sehr vielschichtigen Ansatz des Umgangs damit. Zunächst einmal unterscheiden wir zwischen Disinformation und Misinformation, wie wir das bei uns nennen. Und zwar ist auf der einen Seite Desinformation ist das, was wir eine gezielte, koordinierte, mit Absicht vorangebrachte Manipulation des Meinungsbildungsprozesses. So definieren wir das. Und auf der anderen Seite die Falschinformation, das ist etwas, was faktisch falsch ist, aber wo der Absender oder auch der Verbreiter vielleicht das Ganze glaubt und überhaupt keine Manipulationsabsicht dahinter hat. Und wir glauben, dass man da auch in den Mitteln des Umgangs damit sehr stark unterscheiden muss. Wenn es um reine Falschinformationen geht, da setzen wir am Inhalt an. Aber Frau Jourova hat das vorhin auch sehr treffend gesagt, die Plattformen sollten sicherlich nicht Arbiter of Truth sein. Wir sind nicht Richter oder Richterinnen über die Wahrheit. Deswegen arbeiten wir hier sehr eng mit Faktencheckern zusammen, die unabhängig sind, die alle im internationalen Fact-Checking-Netzwerk zertifiziert sind. Und diese überprüfen für uns Fakten. Wenn es sich als faktisch falsch herausgestellt hat, wird ein Warnlabel angebracht auf die Falschinformation und wir schränken die Verbreitung drastisch ein. Wir haben gemerkt, in der ersten Welle der Corona-Pandemie ist es so gewesen, dass das wirklich gut geklappt hat. Wir haben gesehen, dass ca. 95% der Menschen dann, wenn so ein Warnlabel eben angebracht ist, da gar nicht draufklicken und eben nicht weiter interagieren mit diesem faktisch falschen Inhalt. Und das halten wir für einen sehr wichtigen Ansatz, eben die Kooperation mit Faktencheckern. Auf der anderen Seite Disinformation, wie ich sagte, der gezielte, koordinierte Angriff auf die auf den Meinungsbildungsprozess. Sehr viel vielschichtiger. Und da setzen wir nicht am Inhalt an, sondern an der gezielten manipulativen Absicht dahinter und gucken eben nach Netzwerken, nach dem Aufbau von Netzwerken, von Fake-Accounts. Das kann technisch funktionieren oder auch mit Menschen dahinter. Und hier setzen wir an, eben sehr früh. Wir beobachten den Aufbau dieser Netzwerke. Im Übrigen im sehr engen Austausch auch mit den Behörden in Deutschland, mit dem BSI, aber auch mit der Branche und tauschen uns sehr eng aus, weil ganz klar ist, dass diese Akteure natürlich nicht nur auf einer Plattform agieren, sondern die agieren typischerweise über die Plattformen und auch über die klassischen Medien hinweg mit großen Taktiken. Und das ist eben so, dass diese Fake-Accounts aufgebaut werden und zunächst einmal ganz oft erstmal völlig legitime und auch faktisch richtige Inhalte verbreiten. Aber eben mit der Absicht, später dann Halbwahrheiten oder eben Fehlinformationen einzubringen. Deswegen setzen wir eben sehr früh an und nehmen diese Netzwerke dann eben in Koordination mit den Behörden vom Netz, sodass eben sehr früh eingegriffen werden kann. Und wir hier verhindern können, dass eben in einem großen Stil unbemerkt eben Halbwahrheiten, Manipulationen und eben ja ein Eingriff auch in den Wahlkampf stattfinden kann. Wir nehmen das Thema sehr gerne. Ich würde gerne versuchen, Markus Becket da dazu zu holen, und weil ich würde ganz gerne anknüpfen an das, was Frau Weber gerade gesagt hat, also dass die bisherigen oder die existenten Mittel, um auf den Plattformen gegen Fake News vorzugehen, ausreichend sind. Wie sehen Sie das? Würden Sie das teilen? Nein, natürlich nicht. Also ich möchte auch erstmal noch mal ein bisschen auf Ihr Eingangsstatement eingehen. Wir sind bei netzpolitik.org für eine gute Regulierung zu haben. Wir haben uns in der Vergangenheit in unserer Geschichte sehr häufig gegen schlechte Regulierungsversuche gestemmt. Deswegen mag vielleicht der Eindruck erweckt worden sein, dass wir generell gegen Regulierung wären. Ja, die vergangenen Tage haben wir gezeigt. Ja, ich wollte das nur mal am Anfang klarstellen. Und die vergangenen Tage haben ja gezeigt, welche Herausforderungen wir mit Desinformation in diesem Wahlkampf haben. Erstmal unabhängig von Plattformen. Ich erinnere mich an Caroline Ehmkes Grußwort auf dem Grünen Parteitag. Dagegen wurde mit Desinformationselementen auch aus der CDU-Parteizentrale vorgegangen. Es ist etwas absurd, dass wir politische Werbung im Radio und im Fernsehen verboten haben, aber in Zeitungen und vor allen Dingen im Netz ist sehr detaillierte politische Werbung nach Verhaltensprofilen möglich. Und das Ergebnis sollte jetzt nicht sein, alles überall zu liberalisieren, weil gerade die aktuelle Initiative Neue Soziale Marktwirtschafts-Desinformationskampagne mit falschen und klar irreführenden Elementen gegen Annalena Baerbock hat gezeigt, was von finanzkräftigen Playern gemacht wird, wenn es möglich ist, sogar offen und sehr transparent. Und dass Werbeplattformen wie Verlage da auch gerne mitspielen, wenn auch glücklicherweise nicht alle.
Und es gibt leider bei den Plattformen eine lange Geschichte, extremistische Entwicklungen auf den eigenen Plattformen zu ignorieren, halbherzig gegenzusteuern und sich immer im Zweifelsfall für das eigene Geschäftsmodell zu entscheiden und nicht zum Wohle der Gesellschaft. Und da rede ich halt unter anderem auch von den Mechanismen der algorithmischen Entscheidungs- und Empfehlungssysteme, die bevorzugen Hass, die bevorzugen Emotionen. Sie luden und laden geradezu ein, bespielt zu werden von unterschiedlichen Akteuren. Und wir kennen eine ganze Menge Fälle, wo die eigenen Forschungsabteilungen auf den Plattformen oder von den Plattformen, wo denen nicht ausreichend zugehört wurde, die davor gewarnt haben, weil in der Regel die Geschäftsentscheidungen halt nicht zum Wohle der Gesellschaft, sondern zum Wohle der eigenen Aktienstakeholder geführt wurden. Und wir haben leider eine Situation, in der die zuständigen Politikerinnen in der Regel selbst von den aktuellen Regularien profitieren und sie deswegen manchmal kein Interesse haben, tatsächlich etwas zu verändern, wie beispielsweise, meiner Meinung nach, sollte man politisches Microtargeting klar verbieten. Vielleicht können wir an der Stelle später noch mal ein bisschen weiter auf den Punkt schauen, weil ich würde doch tatsächlich ganz gerne jetzt zu Frau Morschhäuser kommen, der ein bisschen die undankbare Aufgabe zuteil wird, darauf eine Replik zu leisten. Also bevorzugen Sie Hass? Das ist ja die Frage, die sich daran anschließt. Nein, natürlich. Wir sind natürlich daran interessiert, eine konstruktive, eine gesunde Debatte auf unserem Dienst zu fordern und haben in den vergangenen Jahren intensive Investitionen angestrebt und auch umgesetzt, um das auf der Plattform zu ermöglichen. Wir haben neue Produkte eingeführt, wir haben unsere Regeln auf unserem Dienst nachgeschärft und viel detaillierter ausgearbeitet und wir arbeiten mit den Behörden und der Zivilgesellschaft zusammen, um auch das zu gewährleisten. Wir setzen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz um illegale Inhalte sofort oder innerhalb der vorgegebenen Frist vom Dienst zu entfernen. Ich würde gerne grundsätzlich sagen, welche Regulierungsziele wir da verfolgen, was wir denken, was ein guter Weg sein kann, um eben diese Schwierigkeiten, die es natürlich unstreitbar gibt, in den Griff zu bekommen und um weiterhin eine gute Debatte, eine konstruktive Debatte auf diesen Diensten zu ermöglichen. Wir sehen eine ganz große Herausforderung für die Regulierung, zum einen auf der einen Seite zwischen dem Schutz der Meinungsfreiheit und auf der anderen Seite dem Schutz unserer Nutzer, wie das auch unsere Vorredner alle schon angesprochen haben. Und wir hoffen, dass die Regulierung alles daran setzt, das offene Internet in seiner Art und Weise zu stärken oder noch zu fördern und sehen dabei, dass es wichtig ist, Vielfalt, Wettbewerb und Innovation zu ermöglichen, weil nur durch diese Wege diese Probleme unserer Meinung nach auch in den Griff bekommen werden können. Und dafür sind drei Dinge wichtig. Einmal Transparenz auch für die Nutzer. Zweitens, dass es möglichst Interoperabilität gibt. Das heißt, dass Nutzer die Daten zum Beispiel von einem Dienst zum anderen mitnehmen können. Und zum Dritten eine Auswahlmöglichkeit und Kontrolle der Nutzer über die Algorithmen. Man kann zum Beispiel auch heute schon auf unserem Dienst den Algorithmus ausschalten, indem man einfach oben rechts auf den sogenannten Stern-Icon klickt und dann hat man einen chronologisch rückwärts einen Newsfeed und es wird nicht nach unseren Algorithmen sortiert und wir befürworten das, diese Ansätze, die ja auch Frau Jourova angesprochen hat, gerade auf europäischer Ebene oder global, um eine also Segmentierung der Regulierung auf nationaler Ebene zu verhindern. Ja. Vielleicht noch einmal an der Stelle zu Herrn Kreissig auch, weil wir über Regulierung sprechen. Jetzt hat Frau Morschhäuser für Twitter, wenn man so will, erstmal ein paar Ideen formuliert. Regulierung ist ja sehr abstrakt. Also was sind denn konkret Punkte, wo Sie sagen würden, da müsste man also branchenweit im Grunde ran? Was ist da möglich, was wäre sinnvoll und wo geht es zu weit? Wo sind die Grenzen? Ja, das ist also genau die Frage, die sich jetzt gerade stellt. Und wir machen ja auch mit der neuen Regulierung, die ich jetzt gerade angesprochen hatte, versuchen wir die ersten Erfahrungen zu machen. Wie funktioniert das? Funktioniert das gut? Wie sieht gute Regulierung aus? Da gebe ich Herrn Beckett da vollkommen recht. Das müssen wir herausfinden. Wir betreiben auch im Zusammenhang mit dem Wahlkampf Forschungen, dass wir sehen, was entstehen denn da für politische Werbung beispielsweise? Was sind das für Phänomene? Wie kann man die in den Griff bekommen? Und natürlich ist es immer vom Vorteil, dass man nicht am Inhalt einer Nachricht oder einer Information festmachen muss, eine Regulierung.
Regulierung, sondern an Rahmenbedingungen, die man besser greifen kann und eben auch nicht in die Meinungsfreiheit eingreifen. Deswegen Sorgfaltspflichtverletzung ist ein Handwerkszeug, das wir überprüfen. Das ist ein Beispiel dafür. Auf der anderen Seite haben wir ja auch schon gerade darüber gesprochen, dass es auch technische Momente gibt, wie man einer Meinung einfach sozusagen eine Bedeutung zumessen kann durch technische Abläufe, die einfach so nicht existiert. Und da stellt sich die Frage, wie können wir das sozusagen besser eingreifen? Und es gibt natürlich schon, das klang ja gerade an, auch diese Situation wird beobachtet von den Plattformbetreibern. Sie haben auch ein Interesse, dass das nicht geschieht. Auf der anderen Seite haben wir bisher eine Selbstverpflichtungserklärung, denen sich verschiedene Plattformen angeschlossen haben. Und wir meinen da schon, dass wir einen rechtlichen Rahmen brauchen, gerade diese wichtigen Fragen zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir auf europäischer Ebene gerade diskutieren müssen. Gibt es einen vernünftigen rechtlichen Rahmen, um das Setting zu machen? Und dann innerhalb dieses Rahmens, bin ich auch überzeugt, brauchen wir unabhängige, staatsferne Aufsichtsbehörden wie die Medienanstalten, die dort auch Aufsicht betreiben können. Mhm. Weil es muss ja auch schon eine gewisse Konsequenz haben, wenn etwas nicht funktioniert. Und es kann nicht nur freiwillig sein. Und deswegen, sage ich mal, die perfekte Lösung könnte ich Ihnen jetzt auch nicht präsentieren. Aber wie gesagt, an Techniken anzufassen und nicht am Inhalt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, als Geschäftsführerin und Praktikerin in der Runde, also oder in besonderer Weise jeden Tag mit diesen Herausforderungen umgehen, Sonja Schwedtje, jetzt ganz allgemein gefragt, wie würden Sie denn Ihre Zusammenarbeit mit den Plattformen, in diesem Fall jetzt, weil Sie hier sind, Twitter und Facebook beschreiben? Geschäftsführerin bin ich nicht, aber Chefredakteurin, sorry, habe ich natürlich den Austausch auch auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also grundsätzlich bin ich bei Herrn Kreissig. Ich hatte ja vor einigen Jahren die Gelegenheit, in Brüssel mitzuarbeiten an dem Report, der dann vom Code of Practice gefolgt wurde. Da waren verschiedene Vertreter von Plattformen, aber eben auch Medienhäuser, Faktenchecker und verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Und das, was dort sozusagen die Grundlage war, eine Verantwortungsübernahme, also dass man wirklich auch nicht mehr sagen kann, wir ziehen uns heraus aus dem, was passiert. Ich glaube, da sind wir jetzt wirklich schon ein großes Stück weiter. Also so erlebe ich durchaus auch Vertreter von verschiedenen Plattformen, dass das anerkannt ist. Okay, natürlich haben wir hier eine gesellschaftliche Aufgabe, unter anderem auch deswegen, weil wir sehen, dass das doch einen erheblichen Schaden für die Demokratie auch mit sich bringt. Gleichermaßen ist das, was wir als Journalisten und Medienhäuser vertreten, dass wir schon durch Handwerk, was wir ja unseren Journalisten auch beibringen, die Ausbildung, die Weiterbildung, auch Trainings, was Verifizierung angeht, Sicherheit vor Ort. Ne? Wir können vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen, was bestimmte Stimmungen im Netz auch ausmachen in der realen Welt. Wir erleben sehr starke Angriffe auf Journalisten. All das ist ja auch verbunden mit einer großen Investition. Und da, finde ich, kommen wir nicht gut zusammen, wenn man darüber spricht, wenn journalistische Inhalte auch verbreitet werden auf Plattformen, wo es eine gewisse Marktmacht gibt, ja, durch die Größe, durch die schiere Größe einfach der Plattform. Wie kann man da Geschäftsmodelle finden, wo auch journalistische Inhalte angemessen kompensiert werden? Ich glaube, da kommen wir nicht so gut zueinander. Da hoffe ich schon ein bisschen auch auf die Umsetzung des neuen Leistungsschutzrechts und vielleicht auf europäischer Ebene eben in anderer Form. Weil ich finde, da ist noch so ein bisschen mehr die Haltung, naja, ihr müsst ja nicht bei uns unterwegs sein. Wenn man dann aber so eine große Marktmacht hat, wie beispielsweise Facebook, ist das Argument für mich nicht so ganz stimmig. Also es ist in vielen Bereichen ein guter Diskurs und es muss auch einen guten Diskurs geben. Und an anderer Stelle, finde ich, ist noch ziemlich viel Luft nach oben, insbesondere was die Kompensation von journalistischen Inhalten angeht. Ja. Frau Weber schaut streng, auch hier Gegenstand von Kritik an der Stelle natürlich. Würden Sie sagen, dass Sie Journalisten jetzt ganz platt gesagt ausschlachten oder Journalismus für Ihre Plattform? Nein, ganz klares Nein. Bei uns ist es ja so, dass die Medienhäuser die volle Kontrolle darüber haben, welche Inhalte sie bei uns teilen, wie sie das machen. Und das lohnt sich für Sie, sonst würden Sie es nicht machen. Wir haben ja auch kürzlich angekündigt, dass wir jetzt auch Facebook News in Deutschland launchen und auch schon gelauncht haben. Wir befinden uns in der Phase des Rollouts. Und das heißt, wir haben eine spezifische Oberfläche geschaffen, neben dem Newsfeed, wo eben Qualitätsjournalismus stattfindet. Und zwar Qualitätsjournalismus in seiner Reinstform, nicht neben privaten Posts, nicht neben irgendwelchen Dingen von meiner besten Freundin oder sonst irgendwem, sondern dezidiert journalistische Inhalte. Auch da ist es so, wie auch im Newsfeed, das hat auch Nina Morschweiser gerade gesagt, für Twitter, dass man die Kontrolle darüber hat, als Nutzerin oder als Nutzer zu sagen, was man da sehen möchte. Also man kann zum Beispiel sagen, von dieses Medium möchte ich zum Beispiel immer zuerst haben, das möchte ich gar nicht sehen. Aber, und zum ersten Mal,
haben wir nicht nur eine algorithmische Sortierung, sondern wir haben auch ein Team von Kuratorinnen, die dort die Nachrichten kuratieren. Man kann dort nicht kommentieren. Und wir glauben, dass es eben ein wichtiger Beitrag ist. Wir haben das auch gehört, sowohl aus der Branche als auch von Nutzerinnen in Befragungen, dass es eben doch viele Menschen gibt, die sich mehr Qualitätsinhalte, qualitätsjournalistische Inhalte auf Facebook wünschen. Und dafür ist dieses Produkt da. Und dort zahlen wir auch für die Inhalte, die die Medienunternehmen uns eben zur Verfügung stellen, zusätzlich zu dem, was sie bisher auch schon gepostet haben. Wir glauben, dass es eine Sache ist, die sich lohnt für beide Seiten. Und da sind eben auch sowohl große Namen als auch kleine Lokalzeitungen dabei. Grundsätzlich sind wir offen, auch für neue Partner. Und ja, freuen uns auf den Austausch. Es hat dazu natürlich auch schon Gespräche gegeben mit den Medienanstalten. Ja, und wir glauben, dass es eine gute Sache ist. Das ist eine Diskussion, die an anderer Stelle sicherlich auch nochmal vertieft werden kann. Es streift unsere Diskussion um Desinformation halt heute insofern, als es um Regulierung eben geht und die Frage, inwieweit kann man eigentlich so etwas komplett oder kann man bestimmte Entwicklungen überhaupt auch zurückdrehen oder eindämmen? Also Markus Becke, da war Sie das vorhin mit einem konkreten oder mit einer Idee angestoßen haben, aber für mich bleibt da doch immer die Frage, ist der Geist da nicht aus der Flasche? Also ist nicht die Kreativität, Desinformation zu verbreiten, größer als das, was man regulativ an Grenzen setzen kann letztlich? Sicherlich, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, aber wir sollten halt natürlich zusehen, dass wir trotzdem immer wieder nachjustieren und eine öffentliche informierte Debatte darüber führen, was da gerade passiert, um zu guten Lösungen zu kommen. Also beispielsweise finde ich gesetzlich verankerte Beschwerdemechanismen wie Putback-Verfahren sehr sinnvoll, die ja jetzt auch mit dem NetzDG und auch im Rahmen der Urheberrechtsreform eingeführt worden sind. Aber sie dürfen halt nicht durch zu wenig Personal auf Seiten der Plattform künstlich in die Zukunft geschoben werden. Wenn ich heute von Twitter, Facebook oder YouTube aufgrund einer meiner Meinung nach falschen Entscheidung, automatisierten Entscheidung gesperrt würde, dann bringt mir eine Entscheidung in einem Monat, dass ich zu Recht dagegen vorgegangen bin, herzlich wenig. Und viele Beobachterinnen des politischen Diskurses in der Urheberrechtsreform waren ja verwundert, warum so viele YouTuberinnen dagegen auf die Straße gingen. Die gingen auf die Straße, weil ihnen klar war, dass wenn sie quasi in einem Livestream oder mit ihrem Video quasi ihre Geschäftsmodelle ausnutzen, wenn sie ihre Meinungsfreiheit praktizieren, dass sie die Ersten sind, die möglicherweise von automatisierten Entscheidungssystemen aufgrund einer falsch verstandenen Kontextes gesperrt werden. Und dann versuchen sie mal bei Twitter, Facebook, YouTube jemanden zu erreichen, der dann mal ihren Account wieder sperrt, damit sie weiterarbeiten können. Und was kann man jetzt also tun, neben quasi Putback-Verfahren auch im Digital Service Act und in anderen Gesetzgebungen zu verankern? Mediendigitalkompetenz ist schon mal angesprochen worden. Da haben wir aber die Herausforderung, dass es nichts oder nicht ausreichend ist, nur Journalisten weiter auszubilden, weil wir sind auf einmal alle Senderinnen in den öffentlichen in den neuen Öffentlichkeiten. Das bedeutet, wir müssen alle die Digital- und Medienkompetenzen erwerben, die früher eigentlich nur Journalistinnen erworben haben. Wir brauchen meiner Meinung nach halt eine klare Einschränkung verhaltensbasierter Werbung im Allgemeinen und besonders im politischen Bereich. Also mindestens ein Verbot von politischem Microtargeting. Wir brauchen mehr Transparenz bei Archiven für politische Werbung. Im Moment ist das ja eher eine Transparenzsimulation, was da passiert. Warum wird da nicht ganz klar gesagt, welche Targeting-Kriterien wurden eingesetzt? Wer hat welchen Preis bezahlt? Welche Influencer wurden von politischen Akteuren finanziert? Das wären mal dringende Regularien. Und es ist schon angesprochen worden von Seiten der Medienanstalten. Wir brauchen einen besseren Datenzugang für Regulierungsbehörden und unabhängige Wissenschaftlerinnen, auch um diese Machtasymmetrien auszugleichen, dass die internen Forschungsabteilungen der großen Plattformen alles besser wissen, jede kleine Designentscheidung, jeder Millimeter links, rechts eines Buttons besser auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen einschätzen können, als die Öffentlichkeit, die einfach keinen Zugang zu diesen Informationen hat. Und das ist ein großes Problem. Und wenn wir schon mal bei der Stärkung des unabhängigen Journalismus sind, ich halte persönlich ein Leistungsschutzrecht da nicht für zielführend, aber ich würde mir wünschen, wenn Journalismus endlich mal gemeinnützig werden würde, damit viel mehr unabhängige Geschäftsmodelle möglich werden würden, die quasi nicht mit alten Mechanismen, die ja viele gesellschaftliche negative Auswirkungen haben, funktionieren, sondern das heißt,
dass wir auch mehr gemeinwohlorientierte journalistische Plattformen in Deutschland erleben können, dass dafür die Förderung ermöglicht wird. Und wir müssen ja einfach nur mal die Frage stellen, warum ist Modellbau und Schach gemeinnützig, aber Journalismus nicht? Das ist doch total absurd. Genügend Themen für die DLM-Symposien für die nächsten Jahre, würde ich an der Stelle sagen. Aber ein paar Punkte drin waren, die ich gerne an Frau Morschhäuser weitergeben würde. Insbesondere eben die Frage nach Transparenz, wer zum Beispiel zahlt was. Kommt da von Ihnen Widerspruch? Und wenn nein, warum machen Sie es dann nicht? Nee, also das, dem kann ich jetzt weitgehend nur zustimmen. Also auf Twitter ist es zum einen so, dass wir unsere API, also unsere Datenschnittstelle für Wissenschaftler zur Verfügung stellen und die sich da unsere Daten oder die Daten der Nutzer die für wissenschaftliche Zwecke abrufen können. Zum Zweiten haben wir ein Datenarchiv für jetzt insbesondere, weil es ja heute um Desinformation und Information Operations geht. Wenn wir feststellen, dass es eine staatlich koordinierte Informationsoperation gibt auf unserem Dienst und wir dieses Netzwerk entfernen, dann stellen wir das in ein öffentlich zugängliches Netzwerk, in ein Archiv und haben das insbesondere in den letzten 2 Jahren mit sehr vielen Datensätzen angereichert. Und das Positive daran ist, dass man da nicht nur als Datenforscher sehen kann, aus welchen Ländern diese Angriffe vermutlich kommen, sondern auch die Landesmedienanstalten oder jeder Nutzer, der sehen kann, welche Strategien verfolgen diese Nutzer, wie baut sich so eine Informationsstrategie auf, um daraus eben entwickeln zu können, wie man dagegen resilienter wird, wie man sich schult, wie man sowas besser erkennt. Zum Dritten zur politischen Werbung. Wir haben uns dazu entschieden, Ende 2019 politische Werbung auf Twitter gänzlich zu verbieten. Das heißt, wer für eine Partei oder einen Kandidaten wirbt oder eine Partei oder ein Kandidat ist, darf überhaupt keine Werbung schalten. Werbung ist weiterhin erlaubt für soziale Belange, heißt es bei uns, also zum Beispiel für Themen wie Wirtschaft oder Umweltschutz. Aber bei dieser Form der Werbung, sobald es um politische Themen geht, ist das Microtargeting untersagt. Ich würde zum Schluss, weil wir tatsächlich, also ich sehe, wir könnten noch sehr, sehr lange weiter diskutieren, aber so ein bisschen auch in den zeitlichen Rahmen der Veranstaltung kommen, dann noch einmal zurückfragen, weil ich das in der Tat für mich auch beobachte, aber ich würde da gerne Sonja Schwedt hier sozusagen das ausführen lassen, inwieweit diese digitale Situation, das, was wir dort diskutieren, letztlich in die Realität sich übersetzt. Also was macht eigentlich Desinformation mit der Arbeit von Journalistinnen und Journalisten? Also insgesamt gibt es einfach durch Desinformation stärker als bislang in dem Maße die Untermauerung von Glaubwürdigkeit. Und das trifft ja nicht nur Journalisten, aber eben auch. Und es ist durch dieses Verteilen auf Kanäle, dort, wo es auf fruchtbaren Boden trifft, schon möglich, auch Stimmungen zu schüren. Natürlich werden Veranstaltungen angekündigt. Man weiß, da werden auch Journalisten sein, werden berichten. Und dadurch, dass man dann lauten Stimmen so viel Impact gibt, algorithmusbasiert, fühlen sich Leute offensichtlich legitimiert, auch Gewalt oder Aggressionen gegen Journalisten auszuüben. Also da hat sich schon in den vergangenen, ich würde mal sagen, 2-3 Jahren auch massiv etwas verändert. Da ist dann auch gar kein Unrechtsbewusstsein mehr an einigen Stellen. Und dieses Thema Sicherheit von Journalisten vor Ort ist schon eins, was wir jetzt deutlich mehr sehen, wo wir uns auch mit beschäftigen müssen. Das fängt ja an mit der Frage, wen schickt man denn? Welchen Kollegen kann man zu bestimmten Demos oder Veranstaltungen schicken? Wie müssen die gesichert sein? Das hat wiederum Auswirkungen auf die Art, wie können wir von da berichten? Wenn man mit Security unterwegs ist und mit einem großen Kamerateam, ist man möglicherweise ein bisschen geschützter, aber dann kommt man auch nicht in den Dialog mit Leuten, wenn das überhaupt noch möglich ist. Also das ist schon so ein Thema, was mir auch Sorge bereitet als Journalistin, aber auch als Mensch. Wie ist ein Diskurs wieder mehr möglich, ohne Gewalt, ohne Aggression oder auch in dem gegenseitigen Bestreben, irgendwie zumindest mal die andere Perspektive einzunehmen und verstehen zu wollen, auch wenn man dann auseinandergeht und unterschiedlicher Meinung bleibt. Und ich glaube, dass wir dieses Thema auch unbedingt zur Kenntnis nehmen müssen. Wie transferiert sich eben in der digitalen Welt so eine Stimmung, so eine Legitimation von Gewalt auf die reale Welt und auf die Art, wie wir auch Dinge diskutieren. Dialog war das Stichwort und dazu könnten ja
also soziale Netzwerke insbesondere und wir Medienmacher in besonderer Weise beitragen. Das wäre schön, wenn das wieder etwas stärker in den Mittelpunkt unserer Arbeit rücken könnte und rücken würde, wenn ich das von meiner Seite so zusammenfassen darf. Ich danke ganz herzlich Sonja Schwedtje, Marie-Theresa Weber, Nina Morschhäuser, Markus Beckdahl und Wolfgang Kreisig für diese wunderbare Diskussion. Und damit sind wir auch schon am Ende des diesjährigen DLM-Symposiums. Ich hoffe, denjenigen, die zugeschaut haben, hat es was gebracht. Sie haben was mitgenommen, Input bekommen. Und ja, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ja, wir danken auch von unserer Seite. Wir freuen uns über diesen Diskurs. Das knüpft an das an, was Herr Schäuble gesagt hat. Wir müssen diskutieren über die richtigen Lösungen. Das tun wir mit dieser Veranstaltung und werden es weiter tun. Und ich glaube, wir sind auch noch nicht am Ende der Regulierung und aller Maßnahmen angekommen. Und deswegen bin ich spannend auf die nächsten Wochen und Monate und den Austausch mit Ihnen. Herzlichen Dank für das Dabeisein heute. Herzlichen Dank, Herr Schreiber, für die Moderation. Und ja, vielen Dank.